August 2000 auf der Ostsee. Mit dem Expeditionsschiff One Eagle sind 12 Taucher und 6 Unterwasserexperten auf dem Weg zum Wrack der schwedisch-estnischen Fähre Estonia. Zusammen mit Greg Bemis, einem amerikanischen Spezialisten für Unterwasserequipment, habe ich dieses ungewöhnliche Vorhaben organisiert, um das Rätsel der größten Schifffahrtskatastrophe nach dem Zweiten Weltkrieg aufzuklären. Negative. Rückblick. Am Abend des 27. September 1994 legt die Passagierfähre Estonia im Hafen von Tallinn ab. Ihr Ziel ist Stockholm. Doch schon 5 Stunden später funken die verzweifelten Offiziere des Schiffes einen Notruf. Estonia, this is Sicilia, you're replying on channel 62. Sida, Europa, Viking, Estonia. Estonia, Estonia. Mayday, Mayday. Sida, Europa, Estonia. Estonia, Sicilia, Europa, are you... calling Mayday. Estonia, what's going on? Can you reply? Doch die Estonia antwortet nicht mehr. Sie versinkt innerhalb einer halben Stunde in den kalten Fluten der Ostsee. Als die Rettungsaktion von Finnland aus anläuft, ist es für die meisten Passagiere bereits zu spät. Der größte Teil der rund 1000 Menschen an Bord hatte es nicht einmal aufs rettende Außendeck geschafft. Und von den wenigen, die sich in die Gummirettungsinseln flüchten konnten, erfrieren viele im 13 Grad kalten Wasser. Und so wird am Ende die Bilanz dieser Schiffskatastrophe zu einer schockierenden Tatsache. Nur 145 Menschen überlebten den Untergang. 852 versanken mit dem Schiff. Ein Trauma für die Angehörigen und Freunde der Opfer. Insbesondere, weil der schwedische Staat kurz darauf beschließt, die Toten nicht zu bergen, sondern sie einfach mitsamt dem Schiff auf dem Meeresgrund liegen zu lassen. It's something that we feel we have to do to our relatives. It's a responsibility we have to bring them back to their home and to their home country, in fact. Because right now they're on international waters, they are nowhere. And even if you have a war going on, you're trying to find people and bring them back home. So that's the first and most important thing for us. Secondly, we want this to be cleaned up after the accident. They are now sitting in a death trap. That's how we see it. It's not a grave. It can never be a grave. They were killed inside that boat, and now they wanted to stay there, and we feel it's horrible. Doch nicht nur, dass die schwedische Regierung die Toten nicht bergen will. Auch gibt sie unwahre und vorschnelle Erklärungen über die Untergangsursache ab. So sollen die Schlösser schuld gewesen sein, der Bugklappe, die angeblich technische Mängel aufwiesen. 3 Jahre untersucht dann eine skandinavische Havariekommission. 3 Jahre, in denen absurde Dinge bei den Ermittlern vorgehen. So werden Dokumente gefälscht, Beweise vernichtet und Zeugen eingeschüchtert. Und die, die noch ein Gewissen haben, treten von ihren Ämtern zurück. Kurzum, die ganze Untersuchung gerät zur Farce, die Präsentation des Endberichtes zum Skandal. Denn die größten Experten der skandinavischen Seeschifffahrt versuchen, technisch und physikalisch unmögliche Theorien an den Mann zu bringen. Vor allem hat die skandinavische Untersuchungskommission das Sinkverhalten, das merkwürdige Sinkverhalten der Estonia nie plausibel erklären können. Man hat gesagt, das Wasser ist über das Autodeck eingedrungen, hat für eine Instabilität gesorgt, das Schiff ist auf die Seite gefallen, hat sich noch kurz umgedreht und ist dann wie ein Stein abgesackt auf den Meeresboden, so wie sie auch heute dort noch liegt. Das kann aber aus physikalischen Gründen so nicht möglich sein, denn bei einem Wassereinbruch übers Autodeck, unterhalb des Autodecks befinden sich noch 3 weitere Decks, die sind luftgefüllt, deswegen schwimmt das Schiff überhaupt nur. Und wenn das Schiff dann kentert und sich kopfüber dreht, ist diese Luft eingeschlossen. Das heißt, diese Luft sorgt dafür, dass das Schiff Stunden, manchmal tagelang, wie bei der Jan Hevelius, noch schwimmt, sich auf der Wasseroberfläche hält und erst dann, wenn diese ganze Luft langsam entwichen ist, wirklich auf den Meeresboden sinken kann. So ist es bei der Estonia nicht gewesen. Das haben genügend Zeugen, die dabei gewesen sind, also Überlebende, hinterher geschildert. Das Schiff hat sich noch einmal mit dem Bug aufgerichtet und ist dann
so abgesunken und liegt auch heute noch so auf dem Meeresgrund. Das heißt, es muss einen Wassereinbruch von unten gegeben haben, also ein Loch, eine Öffnung, irgendetwas, von der das Wasser von unten eindringen konnte, damit sich das Schiff von unten mit Wasser füllen konnte, die Luft nach oben verdrängen konnte. Und dann ist es möglich, dass das Schiff tatsächlich wie ein Stein sozusagen auf dem Meeresboden versackt. Wenn man aber davon ausgehen kann, dass Beschädigungen im Rumpf der Estonia zu einem so schnellen Sinken des Schiffes geführt haben, dann muss man sich natürlich fragen, wie sind diese Beschädigungen in den Rumpf, immerhin 1 Zentimeter dicker Stahl, hineingekommen. Und da bleiben nicht sehr viele Möglichkeiten. Explosion ist da eine dieser Möglichkeiten, die man in Betracht ziehen könnte. Ich bin im Laufe meiner Recherchen auch schon deswegen auf eine mögliche Explosion dort unten im Bugbereich der Estonia gekommen, weil die schwedischen Taucher, die im Auftrag der Regierung gleich 3 Monate nach dem Sinken des Schiffes eine Inspektion gemacht haben, eine Videodokumentation mit hochgebracht haben, die hier ganz eindeutig ein Teil zeigt, ein Sprengpaket, was offensichtlich nicht explodiert ist. Und was man hier auf dieser Seite, der Backbordseite des Schiffes, gefunden hat, während man parallel dazu hier auf der Steuerbordseite des Schiffes Riesenlöcher im Rumpf der Estonia gefunden hat. Und so kann man darauf schließen, dass es sich hierbei um ein nicht explodiertes Sprengpaket handeln könnte. Um aber Licht in die Sache hineinzubringen und um noch einmal genau zu dokumentieren, was es auch mit den Riesenlöchern im Stahl der Estonia auf sich hat, dafür war es notwendig, doch noch einmal eine Tauchexpedition zu unternehmen zum Wrack des Schiffes. Doch als das Expeditionsschiff One Eagle die Untergangsstelle der Estonia erreicht, wartet bereits die schwedische und finnische Küstenwache. Man will stören und die Tauchaktion möglichst verhindern. Bei diesem Tauchverbot berufen sich die Küstenbewacher auf ein schwedisches Gesetz, das eigens erlassen wurde, um Tauchaktionen zur Estonia zu verbieten. Allerdings hat dieses Gesetz hier im internationalen Gewässer gar keine Gültigkeit. Aber man versucht uns einzuschüchtern. Die Küstenbewacher kommen an Bord. Gustav ist okay. Also Finnisch. Ja, Finnisch, ja. Now from a Swedish point of view, I mean, the safety backup when it comes to my Finnish colleagues, this is far from Sweden. But I should say, because this is a crime in Sweden, you have to think, if you come to Sweden for vacation or something, you might risk to get in touch with the police. Doch niemand von den Expeditionsteilnehmern lässt sich von den Worten der Schweden oder Finnen beeinflussen. Die Arbeit beginnt. Zuerst wird ein sogenanntes ROV, eine Roboterkamera, ins Wasser gelassen, mit der das Wrack gefunden werden soll und das später den Tauchern die Arbeit erleichtern wird. Dann machen sich auch die Taucher bereit. Es sind keine Berufstaucher. Alle haben sich ehrenamtlich zu dieser Expedition gemeldet. Es sind sogenannte Tech-Taucher, die mit einem Gemisch von Helium, Wasserstoff und Sauerstoff tauchen. Was wiegt das jetzt? Nur das Rückenpack. Weiß ich nicht. 50 Kilo vielleicht. 50 Kilo, dazu kommen noch die Stageflaschen. Diese Kompressionsflaschen, die vorne befestigt werden. Also mit allem drum und dran über 100 Kilo. Bei 60 bis 80 Meter Tiefe können sich die Taucher jeweils rund 20 Minuten auf dem Meeresgrund aufhalten. Danach müssen sie bei einer ca. 2 Stunden dauernden Auftauchphase dekomprimieren.